Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dan at Flip. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Kontenplan und den dahinterliegenden jeweiligen Kontoklassen. Wenn wir uns diesen Kontenplan etwas genauer anschauen, so finden wir hier unterschiedliche Klassen, also diesen Kontenplan aufgeteilt in unterschiedliche Klassen. Und diese Klassen dienen letztendlich dazu, die jeweiligen Konten in Kategorien zu unterteilen. Sehen wir uns diese Kategorien jetzt gemeinsam anhand des vorbereiteten Flipcharts an. Schauen wir zuerst in die Kontoklassen 0 bis 2. Die Kontoklasse 0 beinhaltet alles oder alle Konten im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen, also alle Bestände, welche Sie in der Bilanz auf der Aktivseite im Anlagevermögen finden bzw. vorfinden. Und wenn wir uns diese Kontoklasse etwas genauer anschauen, so finden Sie dort zum Beispiel eben hier solche Konten wie Gebäude, Maschinen und ähnliche Dinge. Wenn wir weitergehen zur Kontoklasse 1, so beinhaltet die Kontoklasse 1 alle Konten, welche Vorräte beinhaltet. Auch hierzu wieder einige Beispiele aus dem Kontenplan. Beispiel Vorrat Verpackungsmaterial, Vorrat Brennstoff, Vorrat Heizöl, Handelswarenvorrat und ähnliche Dinge. Und wenn wir uns dann die zweite Klasse anschauen, so handelt es sich hierbei um das sonstige Umlaufvermögen. Das heißt, in der Kontoklasse 2 finden wir dann alle Konten, welche wir in der Bilanz auf der Aktivseite im Umlaufvermögen finden und nicht zu den Vorräten gehört. Weil Vorräte sind ja grundsätzlich auch Umlaufvermögen. Und das wäre dann einmal so diese erste Kategorie oder von Kontoarten, welche wir kennen. Und im Zusammenhang mit diesen drei Kategorien bzw. mit diesen drei Klassen sprechen wir von den sogenannten aktiven Bestandskonten. Das heißt, wenn Sie im Rahmen der Vorlesung oder Ihres Studiums die Begrifflichkeit von aktiven Bestandskonten hören, dann wissen Sie, okay, Kontoklasse 0 bis 2. Das wäre mal so die erste große Kategorie von Kontenklassen bzw. Kontoarten. Gehen wir dann weiter zur nächsten Klasse, zur Klasse 3, wo es um das Thema Verbindlichkeiten geht. Und dort finden wir eben so Konten wie Verbindlichkeit gegenüber von Mitarbeitern aus der Bezugsverrechnung oder aber auch zum Beispiel Verbindlichkeiten gegenüber von Lieferanten. Und im Zusammenhang mit dieser Klasse 3 sprechen wir von sogenannten passiven Bestandskonten. Und wenn wir uns hier eben überlegen, so finden wir eben hier die Werte aus diesen Konten immer jeweils in der Bilanz wieder. Und die Klasse 0 bis 2 finden wir auf der Aktivseite und die Klasse 3 finden wir auf der Passivseite. Wenn wir uns die Bilanz jetzt einmal so gedanklich vorstellen, so sehen wir, Verbindlichkeiten stehen auf der Passiva. Gehen wir dann weiter und deswegen auch diese Begrifflichkeiten passive Bestandskonten und aktive Bestandskonten. Wenn wir dann noch weitergehen zur Kontoklasse 4, so werden hier alle betrieblichen Erträge verbucht. Und aus diesem Grund können wir hier eben von sogenannten Ertragskonten sprechen. Und wenn wir auch hier wieder kurz einen Blick reinwerfen, so finden wir hier zum Beispiel Kundenskonti, Fertigerzeugniserlöse, Handelswarenerlöse und zahlreiche weitere Konten vor. Und zu guter Letzt haben wir dann eben noch die Aufwandskonten. Also als Ergänzung oder Pendant zu den Ertragskonten. Und hier haben wir die Klasse 5, 6 und 7. Und wie wir hier die Namen der Kategorien oder der Klassen eben auch schon sehen, können wir erkennen, dass es sich hierbei um Aufwandskonten handelt. Also Materialaufwand, Personalaufwand oder aber eben die Abschreibung bzw. den betrieblichen Aufwand. Und wenn wir uns diese Ertrags- und diese Aufwandskonten im Rahmen der Buchführung vielleicht einmal gedanklich überlegen, so können wir hier feststellen, dass wir diese Konten nicht in der Bilanz finden, also in der Aktiva oder in der Passiva, sondern dass die
Kontoklasse 4, 5, 6 und 7, also die Ertrags- und die Aufwandskonten, Konten aus der Gewinn- und Verlustrechnung sind. Und wenn wir dann noch in die Kontoklasse 8 gehen, so finden wir hier in der Kontoklasse 8 dann eben noch Erträge und Aufwendungen. Achtung, aber wir haben ja gesagt, Erträge sind in der 4 bzw. 5 bis 7. Hier werden noch einmal Finanzerträge und Aufwendungen, also Erträge und Aufwendungen, welche mit Finanzen zu tun haben, noch einmal gesondert ausgestellt. Und aus diesem Grund haben wir hier eine Mischung aus Ertragskonten und Aufwandskonten in der Klasse 8. Und zu guter Letzt kennen wir noch die Kontoklasse 9, wo wir eben Konten wie das Eigenkapital, Rückstellungen, aber auch das Eröffnungsbilanz- und das Schlussbilanzkonto vorfinden. Also in der Kontoklasse 9 handelt es sich dann oder finden wir dann alle Konten, welche wir vor allem im Rahmen mit Abschluss- bzw. Eröffnungsarbeiten eben auch benötigen. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. In unserem nächsten Video beschäftigen wir uns mit den 4 Schritten zum richtigen Buchungssatz. Und abschließend noch, wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.